So, es ist 18 Uhr. Herzlich willkommen zum Finanznet Webinar. Heute zum Thema langfristiger Vermögensaufbau mit Exchange Traded Funds. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören. Vielleicht geben Sie mir dazu eine kurze Rückmeldung. Sie haben in der GoToWebinar-Leiste, die bei Ihnen am Bildschirmrand erschienen ist, die Möglichkeit, hier uns eine Rückmeldung zu geben. Gucke ich gerade mal rein. Okay, passt schon in Ordnung, Qualität soweit, okay, prima. Momentan kommen noch einige Leute rein ins Webinar. Ich würde allerdings trotzdem schon mal loslegen, dann ist es 18 Uhr. Wir haben das Webinar auch auf 18 Uhr terminiert. Nochmals herzlich willkommen an alle. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Volker Altvater. Ich bin Projektmanager bei Finanznet und habe das heutige Webinar mit Heike Fürpass-Peter von Lyxor für Sie organisiert. Frau Fürpass-Peter möchte ich auch kurz vorstellen. Sie ist seit 2008 bei Lyxor Asset Management für ETFs in Deutschland und Österreich verantwortlich. Sie war zuvor einige Jahre bei Merrill Lynch von 1998 bis 2004, hat dort die iShares, also die ersten ETF-Emissionen der heutigen iShares begleitet, war anschließend bei Nomura und ist danach zur Société Générale gewechselt. Und ja, jetzt möchte ich Sie herzlich begrüßen. Hallo, Frau Fürpass-Peter. Können Sie mich hören? Hallo, Herr Alfada. Hallo, guten Abend alle zusammen. Hallo, vielleicht können Sie uns an die Teilnehmer nochmal eine Rückmeldung geben, ob Sie auch die Frau Fürpass-Peter gut hören können. Ja, passt. Prima. Ja, Frau Fürpass-Peter, wir wollen uns heute mit dem Thema Exchange Traded Funds auseinandersetzen. Sie sind da schon seit Jahren in dem Markt aktiv. Zunächst mal als Eingangsfrage, wir haben ja jetzt an den Börsen eher ein ja, Kursrutsch gesehen in den letzten Wochen. Der DAX ist deutlich unter die 10.000 gerutscht. Und da stellt sich für die Anleger bestimmt auch die Frage, wie sich das auf das Anlageverhalten jetzt auch bei ETF-Fonds ausgewirkt hat. Haben Sie da jetzt irgendwie feststellen können, dass die Anleger da eher zurückhaltend sind? Haben Sie da Daten überhaupt vorliegen? Ja, also wir selbst bei Lyxor messen sozusagen die Nettomittelzuflüsse in den gesamten europäischen ETF-Markt auf monatlicher Basis. Was wir da gesehen haben, ist, dass die Investoren gerade vielleicht auch für mich selbst überraschend im August noch extrem aktiv waren. Da hatte der europäische ETF-Markt über 9 Milliarden Nettomittelzuflüsse. Jetzt im September hat man so ein bisschen eine Verlangsamung gesehen, aber immer noch mit fast knapp 2 Milliarden Nettomittelzuflüssen. Also man sieht, dass vielleicht die Investoren teilweise etwas vorsichtiger geworden sind, aber nicht so, dass sie sich jetzt aus dem Markt entfernen würden, sondern es werden eben teilweise immer noch Investitionsentscheidungen getroffen und einige haben dann doch diese deutlich gesunkenen Kurse teilweise eben auch als Möglichkeit empfunden, da vielleicht neu in den Markt reinzugehen. Das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass gerade in dem ETF-Markt viele längerfristig orientierte Anleger auch aktiv sind, oder ist das nicht so? Wir sehen eigentlich beides, also sowohl einerseits die sehr taktisch, eher kurzfristig agierenden Investoren, als auch wirklich strategische Investoren, die langfristig im Markt investiert sind. Und das sehen wir sowohl auf der institutionellen Seite als auch auf der Retail-Kunden, auf der Endkundenseite. Also eben da auch viele Investoren, die ETFs über Sparpläne investieren und dann eben wirklich einen strategischen, langfristigen Horizont aufweisen, aber auch viele Investoren, die dann taktisch ihre Allokationen je nach Marktgefühl umschichten. Also das ist wirklich beides im Markt. Durch die große Liquidität bieten sich halt ETFs gerade für taktische Allokationen auch an. Haben Sie denn hauptsächlich Privatkunden als Anleger oder eher institutionelle? Also insgesamt ist der ETF-Markt noch doch ein vorherrschend institutioneller Markt. Also so um die 85% der Investoren sind institutionelle Investoren, also
Fondsgesellschaften, Versicherungen, Pensionskassen. Aber was wir sehen, ist, dass der Anteil der Endinvestoren deutlich am Ansteigen ist. Also gerade im letzten Jahr, also 2014, hatten wir gesehen, dass der gesamte europäische ETF-Markt um ca. 25, 26% gewachsen ist. Aber die Assets under Management bei den zum Beispiel bei Online-Banken in ETFs deutlich mehr angestiegen sind, um etwa 30%. Also man sieht, dass auch immer mehr Endinvestoren ETFs als Investitionsmöglichkeit verwenden. Okay, jetzt haben wir ja heute sehr viele Privatanleger auch dabei und Sie haben auch hier was vorbereitet, um den Anlegern auch mal einen Einblick zu geben, wie sie denn mit ETFs für ihre Altersvorsorge aufbauen können. Da sollten wir jetzt auch starten. Es ist jetzt 5 nach 6. Es kommen immer noch Leute rein. Aber ich würde Ihnen jetzt einfach mal das Wort erteilen und dann könnten Sie den Leuten einen Einblick geben sie informieren, wie sie mit ETFs ja, sich am Markt positionieren können. Ja, vielen Dank, Herr Altvater. Sehr gerne. Ich versuche jetzt auch auf Übertragen von dem Bildschirm zu drücken. Ich glaube, Herr Altvater, da müssen Sie mir noch irgendwie so den Ja, Moderator übertragen, damit das funktioniert. Und dann schaue ich gerade mal. eine Also Sekunde. ich gebe es gleich am Ja. Anfang offen und ehrlich zu. Ich bin nicht der absolut technisch Ist überhaupt versierteste. kein Problem, das sollte jetzt eigentlich funktionieren, wenn Sie es mal versuchen. Ja, ich habe jetzt gedrückt und auch auf die Ja, perfekt. Präsentation. Ich hoffe, Sie sehen jetzt alle die Präsentation, den ersten Slide. Vielleicht können Sie uns nochmal eine Rückmeldung geben. Also bei mir ist es zu sehen. Okay. Ich Perfekt. hoffe bei allen Teilnehmern auch. Also von meiner Seite nochmal herzlich willkommen heute Abend. Ich freue mich, dass so viele heute zuhören. Also vielleicht zu den Fragen ganz kurz. Sie können während des ganzen Vortrags natürlich über diese Fragenfunktion in dem Webinar Fragen stellen und wir würden die dann im Anschluss beantworten, teilweise mündlich wirklich alle. Wenn wir nicht alle sofort in dem Webinar beantworten können, können wir Ihnen da auch dann in der Folge dann schriftlich auf Sie zukommen über die Funktion. Ja, also ich möchte Ihnen in der nächsten halben Stunde so ein bisschen Einblick in den ETF-Bereich geben. Einerseits, was sind überhaupt ETFs, wie funktionieren sie und dann natürlich auch, wie kann ich die im Portfolio einsetzen, was kann man damit machen und welche Möglichkeiten gibt es hier. Zum ETF-Markt, den hatten wir ja schon in den Anfangsfragen angesprochen. Also wir haben gesehen, seit den ersten ETFs, die 2000 im April aufgelegt wurden, hatte der Markt ein rasantes Wachstum gesehen. Wir haben mittlerweile um die 440 Milliarden Euro Assets under Management. Die aktuellen Zahlen liegen ein bisschen drunter, weil natürlich auch die Märkte, die im letzten Monat sich etwas negativer entwickelt haben. Also wir sind zurzeit bei 414 ganz genau per Ende September. Aber das waren Wachstumsraten von über 20% über die letzten Jahre, teilweise 30%. Und das wird eigentlich auch erwartet, dass das in Zukunft so weitergehen könnte, weil der ETF-Markt zwar insgesamt natürlich mit über 400 Milliarden groß ist, aber immer noch ein kleiner Bruder, ein kleiner Bereich des gesamten Fondsmarktes ist. Und da sehen wir im deutlichen Aufholbedarf noch und Aufholmöglichkeiten noch im Vergleich zu aktiven Fonds. Ja, und wer es jetzt vielleicht zum Hintergrund, es wird nicht allen bekannt sein, wer Lyxor Asset Management ist. Also wir sind eine hundertprozentige Tochter der Société Générale, die am Ende der 90er Jahre gegründet wurde, aus dem Handelsraum heraus der Société Générale. Also wir waren am Anfang eher der Spezialitätenfondsanbieter der Société Générale. Und mittlerweile ist es so, dass wir in drei, fast vier Hauptbereichen tätig sind. Das ist eben einerseits mit fast der Hälfte unserer Assets under Management im ETF- und Indexfondsbereich. Und dann sind eben nochmal ein großer Anteil in Alternativen und Multi-Asset-Fonds, in Absolute-Return-Strategien und über eine Tochtergesellschaft, die Fortune SG, eben auch in chinesischen Fonds als Teilbereich.
Also wir haben unsere, natürlich wie eine französische Bank normal, wir haben unser Headquarter in Paris und werden reguliert durch die französische Bankenaufsicht oder Börsenaufsicht, die AMF. Luxor ist wirklich einer der ersten Anbieter im europäischen ETF-Markt gewesen. Also 2001 haben wir die ersten ETFs rausgebracht und haben mittlerweile fast 270 ETFs, die wirklich den meisten Börsen weltweit, also hauptsächlich mit einem Fokus auf Europa, notiert sind und bieten damit wirklich Anlagemöglichkeiten in allen Anlageklassen, also eben reinen Aktienbereich, aus dem ja die ETFs kommen, aber immer mehr auch bei Anleihen, Geldmärkten und im Rohstoffbereich und sind jetzt mittlerweile erst seit Jahren schon der drittgrößte ETF-Anbieter in Europa, gemessen an den verwalteten Vermögen. Aber was vielleicht ganz interessant ist, gerade auch für taktische Anleger in Bezug auf die Liquidität, also wie gut ETFs gehandelt werden und auch wie häufig sie gehandelt werden, sind wir der zweitgrößte Anbieter und haben uns eben gerade auch in der sogenannten ETF-Charta, die wir 2011 rausgebracht haben, gerade zu diesen Themen selbst verpflichtet, sprich Liquidität, Performance, Tracking-Error und Tracking-Effizienz. Aber gerade zu diesen speziellen, was das genau ist, komme ich dann auch noch in den nächsten Folien. Vielleicht erstmal für die Anleger, die vielleicht noch gar keine Erfahrung haben. Wir schmeißen da immer mit dem Begriff ETF herum, aber vielleicht ist es dem einen oder anderen der Zuhörer noch nicht bekannt, was das ganz genau ist. Also bei einem ETF, die Abkürzung Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Investmentfonds. Das sind im Grunde genommen von der Auflegung ganz normale Fonds, kann man so sagen, die dementsprechend auch allen Fondsregulierungen in Europa genügen müssen, die auch, was das ganz Wichtige ja bei Fonds ist, im Vergleich zu den zu Zertifikaten zum Beispiel oder Inhaberschuldverschreibungen, sie sind kein Gläubiger des Emittenten hier, sondern sie sind als Fondsanteilseigner, haben sie wirklich das direkte Zugriffsrecht auf die im Fonds enthaltenen Aktien oder Anleihen. Also dementsprechend hier dieser ist es Sondervermögen der Fonds. Der Unterschied zwischen einem herkömmlichen aktiven Fonds zu einem ETF ist der, dass er einerseits natürlich börsengehandelt wird, der ETF, also dass er bei einem aktiven Fonds, beim normalen Fonds haben sie es so, dass sie ja einmal am Tag zu dem Nettoinventarwert den Fonds handeln können. Sie müssen die Order einige Stunden, teilweise vielleicht auch am Tag davor abliefern, wissen noch nicht, wie am nächsten Tag die Kurse sein werden und zu diesem Kurs werden sie dann abgewickelt. Bei dem ETF können Sie denn kontinuierlich während dem gesamten Handelstag über die Börsen, aber auch OTC mit Market Makern direkt handeln. Also sprich, Sie können sich um, wenn Sie sehen, um 9 Uhr, ich würde jetzt gern was machen, können Sie auch wirklich sofort handeln und das kann dann über Ihre Bank sofort abgewickelt werden. Und der ETF ist so, dass es ein passives Produkt ist. Also Sie partizipieren direkt an einem entsprechenden Index. Es gibt kein aktives Fondsmanagement, kein Fondsmanager, der sagt, okay, ich will jetzt heute vielleicht mal die Aktie reinnehmen, die Aktie übergewichten oder untergewichten oder ich gehe heute mal ein bisschen in den Geldmarkt. Nein, sie partizipieren wirklich, wenn es sich wie hier in dem Beispiel um einen ETF auf den DAX handelt, 100% an dem am DAX, abzüglich natürlich der Managementgebühren. Also es ist eine rein passive Anlagestrategie. Also sprich, was spricht für den ETF in diesem Umfeld? Das ist einerseits das, dass Sie hier mit diesen passiven Produkten deutlich niedrigere Managementgebühren haben als mit einem herkömmlichen aktiven Fonds. Also im Durchschnitt liegen diese je nach Benchmark-Index bei um die 20, 30 Basispunkte, teilweise auch noch deutlich niedriger. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag, also Sie können wirklich da sofort hineingehen, ohne jetzt 2, 3, 4, 5% Ausgabeaufschlag bezahlen zu müssen. Es gibt keine Minimum-Order-Größe, Sie können ab einem ETF-Anteil handeln und der ist teilweise auch schon ab 10 Euro, in vielen Fällen 50, 60, 70 Euro, also relativ geringe Mindestordergrößen in dem Bereich. Und dann
Natürlich fortlaufender Handel wird gewährleistet. Und was, glaube ich, für viele Investoren gerade über die letzten Jahre immer wichtiger geworden ist, was wir sehen, ist eine komplette Transparenz, dass sie wirklich genau sehen können, was ist in dem ETF enthalten, was macht dieser ETF ganz genau. Und das sehen Sie auf täglicher Basis auf unserer Webseite, in was investiert der ETF, in was ist genau die Benchmark, wie sieht das ganz genau aus. Und natürlich bietet das Produkt dadurch, dass Sie ja nicht nur in einer Aktie oder in einer Anleihe partizipieren, auch die entsprechende Diversifikation. Also was aber klar einhergeht, wenn man sagt, es wird nur 1:1 ein Markt abgebildet, ein bestimmter Benchmark-Index. Sie haben natürlich auch das Marktrisiko dieses abgebildeten Index. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass ein Fondsmanager in einer Krisensituation sagt, okay, ich schichte jetzt mal um, ich gehe in risikolose Wertpapiere, ich gehe in den Geldmarkt. Das ist hier nicht der Fall. Sie partizipieren einfach an diesem Index, gegebenenfalls eben auch mit Wechselkursrisiken. Und dann kann es eben sein, dass je nachdem, wie der ETF abgebildet wird, Kontrahentenrisiken in Bezug auf Swap oder Wertpapierleihe hinzukommen. Aber da zu dem Thema komme ich auch später nochmal. Und eben der letzte Punkt ist, dass das unterscheidet die einzelnen ETFs, es gibt keine Garantie für die hundertprozentige Abbildung, aber da sieht man auch teilweise die Unterschiede zwischen den einzelnen ETF-Anbietern, nämlich dahingehend, wie genau können Sie wirklich den Index abbilden? Und das sind eben das teilweise, was wir auch gerade bei institutionellen Investoren sehen, dass sie das als Entscheidungskriterium auch für die Produktauswahl verwenden. Ein bisschen was zum Hintergrund. Warum passiv investieren? Einerseits, was spricht dafür? Andererseits, was spricht dafür, in den breiten Markt hineinzugehen? Warum braucht man überhaupt Diversifikation? Und da ist hier die Basis überhaupt für die Entwicklung von Indexprodukten und später auch ETFs, war die moderne Portfoliotheorie, wie sie Anfang der 50er Jahre von Markowitz entwickelt wurde oder herausgefunden wurde. Und da ist eben die These ganz klar zu sagen, dass über eine Diversifikation, über verschiedene Aktien, das war sozusagen das Grundgerüst von Markowitz, kann man das Risiko reduzieren in einem Portfolio. Gerade wenn die einzelnen Wertpapiere sich nicht komplett gleich entwickeln, sondern sich unterschiedlich entwickeln. Also hier ist ein wichtiger Punkt zu erwähnen, der sogenannte Korrelationskoeffizient. Also wie korreliert sind die Entwicklungen der einzelnen Aktien, aber auch, wenn man es jetzt im großen Portfolio-Kontext sieht, zwischen Aktien und Anleihen und Rohstoffen. Ideal ist natürlich eine Kombination zwischen Wertpapieren, die gar nicht korreliert sind oder negativ korreliert sind, also einen Korrelationskoeffizienten in Richtung -1 haben. Das wäre eine komplette negative Korrelation. Also das würde dann heißen, wenn die eine Aktie hochgeht, geht in dem Moment die andere Aktie hinunter. Ein Korrelationskoeffizient von +1, das wäre dann beide Aktien gehen in dem Moment gleich nach oben. Und über eine Diversifikation, ist es so, dass nicht, wenn Sie eine Basket an Wertpapieren haben, dann ist das Risiko eben nicht die Summe der Risiken der Einzelpapiere, sondern diese Risiken heben sich eben teilweise auf. Also dementsprechend hat es für einen Investor einen Vorteil, in ein diversifiziertes Marktportfolio zu investieren. Und warum in den breiten Markt? Warum in ein breites Marktportfolio? Und das ist dann eben eine Theorie, die über die Markteffizienztheorie weitergeht, die dann von Eugene Farmer weiterentwickelt wurde, dass es eben so ist, dass im Grunde genommen durch die Information, die allen Marktteilnehmern zur Verfügung steht, dass es eigentlich fast nicht mehr möglich ist, in der Theorie wirklich eine bessere Performance zu erreichen als der Gesamtmarkt. Also dementsprechend ist es am effizientesten, in den gesamten Markt zu investieren. Und Ziel in jedem Investment sollte immer ein optimales Verhältnis zwischen Rendite und Risiko sein. Das sieht man jetzt hier auf diesem Leiter in dem
Marktportfolio, das sozusagen auf der Kapitalmarktlinie ist. Also das ist das effizienteste Portfolio in Bezug auf Rendite und Risiko. Was wir jetzt mal gemacht haben, was vielleicht ganz interessant ist, stimmt es denn? Macht es wirklich wenig Sinn, rein in aktive Fonds zu investieren? Also klar gibt es vielleicht den Fondsmanager, der in dem einen oder in dem anderen Jahr mal eine Outperformance erzielt, aber das ist eben nicht die Masse der aktiven Fondsmanager. Und wenn man sich das historisch anschaut, wir haben hier mal angeschaut, wie viele aktive Fonds schaffen es über einen längeren Zeitraum auch ihre Benchmark zu übertreffen. Das ist je nach Anlageklasse oder nach Aktieninvestment unterschiedlich, aber wir sehen eben teilweise, dass gerade über einen 10-Jahres-Horizont es fast 80% der Fondsmanager nicht gelingt, überhaupt die Benchmark zu übertreffen. Und das Schwierige ist natürlich auch noch zu sehen, welcher aktive Fonds schafft es denn nächstes oder übernächstes oder überübernächstes Jahr die Benchmark zu übertreffen. Also im Nachhinein weiß ich ja immer, welcher toll war, aber wer wird es im nächsten Jahr sein? Das ist eben die Schwierigkeit bei den aktiven Fonds. Und da haben die ETFs den Vorteil, dass sie eben damit genau wissen, sie investieren in den Markt und das eben zu deutlich geringeren Kosten und niedrigeren Gebühren als mit einem aktiven Fonds. Und gerade wenn man sich diese Gebühren mal vor Augen führt, beim ETF sind sie mit 20 Basispunkten, 30, 40, wenn sie in den MSCI World gehen, mit 30 Basispunkten dabei. Bei einem aktiven Fonds sehen sie wahrscheinlich eher im Rahmen von 1,5% pro Jahr, die Kosten ausmachen. Also sprich, dieser Fonds muss schon mehr als 1,2% besser als der Markt sein, damit sie da einen Vorteil haben. Und wenn es eben nicht der Fall ist, summieren sich diese Gebühren, gerade wenn sie einen langfristigen Horizont haben bei Sparplänen über 20, 30 Jahre, dann können 1,5% einen deutlichen Unterschied in der Endsumme, die sie erreichen, ausmachen. Also da eine klare Vorteile auch von den ETFs in dem Bereich. Und wir sehen eben auch, dass eben mehr und mehr Investoren mittlerweile zu passiven Investitionsmöglichkeiten greifen und nicht mehr so zu den aktiven. Also dass es da auch so einen leichten Shift oder ein Ansteigen des ETF-Anteils zu sehen ist. Ja, was sind jetzt die Erwartungen an einen ETF? Im Grunde genommen ganz klar, der ETF muss so gut wie möglich das Underlying, die Benchmark tracken, und da macht aber jetzt die Gebühr, also die sogenannte Total Expense Ratio, nur einen kleinen Anteil aus. Die andere Frage ist dann, wie macht der ETF das? Ich hatte vorher auch schon mal gesehen, eine Frage nach, was ist mit den Dividenden, wie werden die reinvestiert, bekomme ich die auch, wenn ich in den DAX-ETF investiere zum Beispiel. Natürlich werden auch bei den ETFs die Dividenden reinvestiert, und hier kann es aber mal zwischen den einzelnen ETFs unterscheiden, wie hoch die Reinvestition ist. Da sind eben Themen wie Quellensteuer, wo ist der Fonds domiziliert, wie viel von der Dividende nach Steuern wird reinvestiert oder wie hoch sind die Quellensteuern, die da abgezogen werden. Und dann ist eben die Frage auch, wie schafft es der ETF-Anbieter, wirklich die Komplexität der Benchmark mit möglichst geringer Volatilität zu treffen. Also vielleicht, wir hatten hier geschrieben, möglichst geringe Volatilität des Tracking Errors. Was ist Tracking Error? Also das ist im Grunde genommen die Schwankungsbreite des ETF-Kurses um den Indexkurs. Also wie sehr schwankt der ETF um den Indexkurs, wie hoch sind da die Abweichungen im Verlauf. Ein anderes Wort, das auch immer wieder verwendet wird bei den ETFs, ist die Tracking-Differenz. Also das ist dann, wie sehr entfernt sich die ETF-Performance von der Index-Performance. Also zum Beispiel, wenn der Index plus über ein Jahr plus 10% macht, wie viel macht der ETF dann? In dem idealen Umfeld wäre das dann plus 10% minus die Managementgebühr, aber eben über solche gerade Quellensteuern oder solche Sachen kann es da
doch mal auch Unterschiede geben. Eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, gerade die letzten Jahre war es natürlich, war es so, dass alle einen angesprochen haben, wie repliziert ihr denn? Macht ihr Swap oder macht ihr physisch? Teilweise waren ja auch Swap als Ausdruck oder synthetische ETFs so ein bisschen auch in der Presse mit einem negativen Touch versehen. Also hier einfach im Grunde genommen sind beide Replikationsarten sehr, sehr ähnlich. Also sie haben in beiden Fällen ein sogenanntes physisches Portfolio, also physisch Aktien oder Anleihen in ihrem Fonds. Und der ETF-Anbieter macht aber eine Optimierung der Performance, um wirklich so genau wie möglich am Index dran zu sein. Und das kann eben einmal über einen Swap. Also da tauschen sie die Entwicklung der Aktien im Portfolio gegen die Entwicklung der Aktien im Index. Und hier ist eben das Ziel, wirklich den Tracking Error so niedrig wie möglich zu halten. Und das wäre sozusagen das, was herkömmlich im Markt eben als synthetischer ETF bezeichnet wird. Aber auch hier haben Sie als Investor wirklich physisch Aktien und Anleihen im Portfolio. Und was wir zum Beispiel auf der Luxor-Seite bei unseren Swap-basierten Produkten machen, ist, dass wir auf täglicher Basis diesen Swap glattstellen, also dass sie wirklich kein Gegenpart, dass das Ziel immer ist, kein Gegenparteirisiko aufzuweisen. Bei physischen ETFs gibt es eben noch die zweite Methode, die sozusagen, das ist dann der herkömmliche ETF mit voller Replikation. Da wird eben teilweise, um eben die Performance zu optimieren, Wertpapierleihe-Transaktionen eingegangen. Das heißt, es werden einzelne Wertpapiere, die im Portfolio sind, verliehen, um dann eine Leihegebühre zu vereinnahmen. Und eben das dritte wäre sozusagen zu sagen, okay, ich mache weder das eine noch das andere, ich gehe einfach nur in die einzelnen Titel des jeweiligen Index ohne Optimierung der Performance, ohne Wertpapierleihe und ohne Swap. Vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, wie machen wir das bei Luxor, wie entscheiden wir, welche Replikationsart wir verwenden. Also wir verwenden alle drei Replikationsarten, je nachdem, was besser zum jeweiligen Benchmark-Index passt. Also zum Beispiel bei allen Staatsanleihenprodukten ist es so, dass wir da wissen, dass die Investoren eben gerade speziell diese Produkte aus Sicherheitsgründen halten und einen speziellen Fokus auf Sicherheit aufweisen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ein Swap relativ wenig Performance-Vorteile bietet und auch die Wertpapierleihe keine signifikanten Performance-Vorteile. Dementsprechend sind alle unsere Staatsanleihen-ETFs voll replizierend, ohne Wertpapierleihe, ohne Swap. Also es ist aus reine physische Replikation. Bei Indizes jetzt zum Beispiel auf Emerging Markets, auf Schwellenländer, die über verschiedene Zeitzonen gehen, die breit diversifiziert über verschiedenste Länder sind, die teilweise eben auch schwierig überhaupt, wo es schwierig auch ist, diese Einzeltitel zu handeln, ist es so, dass der Swap einen deutlichen Tracking-Vorteil bietet. Also Sie können damit näher am Index dran sein, haben weniger Tracking-Error, weniger Schwankungsbreite. Dementsprechend sind alle unsere Emerging Markets-Produkte, aber auch viele Produkte wie jetzt zum Beispiel mit einer über auch verschiedene europäische Länder gehen, über verschiedenste Sektoren, bei denen sich der Swap anbietet, sind eben mit Swap basiert, aber eben immer mit einem physischen Aktienportfolio. Und bei anderen Produkten, wo man sagt, man kann ganz leicht diese Aktien handeln, es ist relativ wenig im Index drinnen, wie zum Beispiel bei einem DAX oder bei einem CAC 40, da würden wir eben auch physisch, aber mit Wertpapierleihe verwenden. Also dementsprechend, wir schauen uns immer den jeweiligen Benchmark-Index an und entscheiden dann, was passt am besten zu diesem Underlying. Und klar ist es so, und Fragen stellen uns eben immer die Frage, was rechtfertigt die zusätzliche Rendite, die die jeweilige Replikationsform bietet, das zusätzliche Risiko. Und das ist eben immer diese Frage, die wir uns stellen und dann eben dementsprechend handeln. Und gerade eben bei Staatsanleihen sehen wir, diese zusätzliche Rendite, die da erreicht werden kann von einem Basispunkt oder so, die rechtfertigt kein zusätzliches Risiko. Also lassen wir alle Zusatztransaktionen dort weg.
Ein wichtiger Punkt im ETF-Bereich ist natürlich die Handelbarkeit. Also wie funktioniert das überhaupt? Wie kann ich einen ETF handeln? Wie funktioniert es, dass ich einen Fonds handelbar machen kann? Also hier gibt es im Grunde genommen zwei Wege. Einerseits gibt es eben den sogenannten Primärmarkt. Also das ist wirklich der Markt, der genauso funktioniert wie der herkömmliche Fondsmarkt. Also Sie haben einerseits den Lyxor-Fonds oder den Lyxor-ETF und Sie haben auf der anderen Seite die Market Maker, die auf täglicher Basis zum Nettoinventarwert plus einer kleinen Creation Redemption Fee neue Stücke kreieren oder zurückgeben können. Und diese Market Maker sind eben gerade der zentrale Punkt für die Handelbarkeit von ETFs, weil die ermöglichen es dann, dass Sie als Endkunde, dass die institutionellen Kunden dann den direkten Zugang zu den ETFs bekommen, entweder über die Börse, das ist die eine Möglichkeit im Sekundärmarkt, oder außerbörslich, da geht eben auch über verschiedenste Systeme oder eben direkt mit Market Makern die Möglichkeit gegeben, dass Kunden da, ohne über die Börse gehen zu müssen, den ETF handeln können. Aber Börse hat die Vorteile natürlich, dass sie da klare Limits setzen können. Es gibt eine Überwachung durch die Börsenaufsicht. Deshalb sind eben alle unsere ETFs auch an den verschiedensten europäischen Börsen gelistet. Außerbörslich können sie sich eben die Börsenkurtagen teilweise sparen. Sie haben auch vielleicht eine sehr sofortige Ausführung. Aber wenn Sie über die verschiedensten Online-Banken oder auch über Ihre Hausbank handeln, gibt es immer diese Möglichkeiten, zwischen denen Sie entscheiden können, wie Sie den ETF handeln möchten. Ja, und jetzt ist die Frage, die uns immer wieder viele Investoren stellen: Was kann ich denn eigentlich damit machen? Wie verwende ich die ETFs? Was gibt es überhaupt für Produkte? Wie kann ich da mein Portfolio aufbauen? Also insgesamt ist so, die ETFs haben ja im reinen Aktienbereich begonnen. In Europa waren die ersten ETFs auf den Eurostoxx 50 und auf den Eurostoxx, also reine europäische Aktienprodukte. Mittlerweile kann man den gesamten weltweiten Aktienmarkt eigentlich abbilden über ETFs. Es sind über die letzten Jahre auch immer mehr Anleihenprodukte, sowohl im Staatsanleihenbereich als auch im Unternehmensanleihenbereich, aber auch im Geldmarkt dazugekommen. Sie haben auch die Möglichkeit, über ETFs in Rohstoffe zu investieren. Hier vielleicht die Unterscheidung, die auch nicht immer ganz klar ist. Es gibt ja einerseits eben die ETFs, börsennotierten Investmentfonds, die aber immer dann in marktbreite Rohstoffindizes über Futures investieren. Und dann gibt es aber auch noch die ETCs, also Sie können ja in Gold oder in einzelne Rohstoffe auch investieren, aber dann handelt es sich dabei um ETCs, also Exchange Traded Commodities, die allerdings in dem Fall keine Fonds sind, sondern Inhaberschuldverschreibungen. Also dementsprechend sind Sie dann Gläubiger der jeweiligen ausgebenden Institution und diese ETCs können physisch hinterlegt sein mit Gold oder mit anderen oder mit dem jeweiligen, müssen es aber nicht. Also da macht es auch Sinn, sich das genauer anzuschauen, in was investiere ich da, aber das ist eben immer so ein Bereich ETF, ETC. Ein dritter Begriff, der immer wieder auch verwendet wird, ist dann ETPs, also Exchange Traded Products. Das wäre so sozusagen dann der Überbegriff. Also unter ETPs fallen die ETFs, die Fonds sind und Sondervermögen mit dem Zugriffsrecht und die ETCs, die eben Inhaberschuldverschreibungen oder Zertifikate sind. Und über die letzten Jahre sind eben auch sozusagen so das Smart Beta als sehr großes Thema dazugekommen. Also hierbei handelt es sich dann eher um handelt sich um Benchmark-Indizes, die nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, wie die herkömmlichen Indizes, also bei einem DAX, bei einem MSCI World ist es so, dass diese eben immer kontinuierlich nach der Marktkapitalisierung gewichtet werden, die Einzeltitel. Bei Smart Beta werden die Produkte, die Indizes nach verschiedensten anderen Kriterien gewichtet. Das kann eben einerseits sein, Bereiche eben zum Beispiel nach Risiko gewichtet,
oder Minimum-Varianz-Portfolien, die versuchen, ein möglichst geringes Risiko aufzuweisen, eine möglichst geringe Volatilität. Oder aber auch die einfachste Version von Smart Beta wäre komplett gleichgewichtet. Zu sagen, okay, ich gehe nicht, ich gewichte jede einzelne Aktie komplett gleich und schichte auf regelmäßiger Basis wieder auf diese Gleichgewichtung um. Hintergrund der Entwicklung war ein bisschen der, dass natürlich teilweise marktkapitalisierungsgewichtete Indizes Trends nochmal verstärken. Also das hat man eben teilweise gesehen. Da werden natürlich die Titel, die groß sind, werden dann natürlich immer größer. Und wenn es da zu einem Absturz kommt, kann es eben nach sich ziehen. Also es kann da zu einer Divergenz kommen. Und da hat man eben gesehen, dass es sich und in verschiedenen Situationen anbieten kann, eben alternative Gewichtungen vorzunehmen. Und der letzte Punkt, den man eben auch mit ETFs abbilden kann, sind sogenannte Strategieindizes. Was verstehen wir darunter? Das sind zum Beispiel Leverage- oder Short-Produkte. Also das heißt, es sind ETFs, die auf einen fallenden Markt setzen, zum Beispiel bei Short-ETFs oder auch bei Leverage-Produkten eben eine gehebelte Partizipation am Markt ermöglichen. Was man hierbei immer beachten muss, ist die Fahrtabhängigkeit der jeweiligen Produkte, weil die Basis auf täglicher Basis eben neu gesetzt wird. Also sie haben jeden Tag wieder den neuen Startwert sozusagen. Also die sind deutlich fahrtabhängig. Das ist sicherlich kein Produkt, das man sich sozusagen langfristig ins Portfolio legt, sondern das ist was für eine taktische Allokation, das man wirklich immer kontinuierlich beobachten muss und nämlich da kontinuierlich die Risiken sehen muss. Ja, und welche Strategien sind denn möglich mit den ETFs? Was kann ich damit machen? Wie kann ich mein Portfolio aufbauen? Also es gibt einerseits den ganz klare, sozusagen die einfachste Version, was wir sehen, was im Markt gibt, ist, dass sie sagen, okay, ich will in ETFs investieren, will es aber vielleicht nicht selber machen. Dann kann ich mir einen Dachfonds nehmen, der ausschließlich in ETFs als Zielfonds investiert. Damit hätte man eben diese Portfolioentscheidung, die Umschichtungen abgenommen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will das selber machen, ja, ich habe so eine gewisse Meinung dazu, dann bieten sich eben zum Beispiel sogenannte Core-Satellite-Strategien an. Also was ist das? Hier sagen Sie, okay, ich gehe im Kern in meinem Investment den größten Anteil in einen marktbreiten Index, sei es ein MSCI World oder ein Eurostoxx 50 und spiele dann sozusagen Satellitenstrategien, wenn ich denke, okay, ein einzelnes Land könnte interessant sein, ein Sektor könnte interessant sein und kann dann rundherum sozusagen Satelliten einbauen. Oder eben insgesamt zu sagen, das ist eine Möglichkeit der Asset-Allokation oder ich teile eben mein in der Asset-Allokation zu sagen, okay, ich definiere vor, okay, wie viel ich in Anleihen, wie viel ich in Aktien investieren will, wie viel ich in welche Region, in welche Länder und kann eben damit das über ETFs machen. Aber mittlerweile ist natürlich auch Cash Management über ETFs möglich. Also es gibt Geldmarktprodukte, in denen Sie auch kurzfristig Ihre Gelder anlegen können. Oder ganz klar zur Altersvorsorge sind ETFs sehr gut geeignet über die Sparpläne. Also mittlerweile bieten die verschiedensten Online-Banken auch wirklich eine sehr große Vielzahl an ETFs-Sparpläne an, die Sie schon ab sehr kleinen Summen besparen können und somit können Sie wirklich kontinuierlich in einen Markt oder in verschiedene Märkte investieren. Wir hatten hier nochmal erwähnt, Alternative zu Derivaten. Das ist eben klar, wenn man zum Beispiel Short- oder Leverage-Produkte verwendet, wenn man sagt, ich will nicht in Derivate gehen, ich will das über Fonds machen. Ja, näher rein zum Thema Altersvorsorge. Ich denke, das betrifft die meisten. Die gesetzliche Vorsorge, die Rentenhöhe ist ungewiss. Niemand weiß auch, was für Abgaben auf einen zukommen. Wie ist überhaupt wird die Rentenkasse ausgestattet sein, wenn wir irgendwann in Rente gehen? Also auf das sich zu verlassen, macht sicherlich wenig Sinn.
Gleichzeitig ist es so, dass nicht jeder eine betriebliche Altersvorsorge hat. Und aber selbst wenn man das hat, macht es Sinn, noch privat weiter vorzusorgen. Hier gibt es natürlich die subventionierten Möglichkeiten, Riester, Rürup. Auch hier gibt es schon Lösungen mit ETFs, die aber natürlich dadurch, dass sie eben subventionieren, natürlich gewissen Regularien unterliegen und dementsprechend etwas unflexibler sind, wenn sie da diese Riester-Zuschläge von denen profitieren wollen. Muss das Geld natürlich für einen bestimmten Zeitraum angelegt sein, kann dann nur in den nach den Regularien vorgegebenen Formen ausbezahlt werden. Und damit bietet sich eben auch eine private Altersvorsorge mit ETFs ein, die komplett flexibel und aber auch kosteneffizient ist. Sie haben, wenn Sie direkt in die ETFs investieren, keinen Wrapper darum herum, keinen Mantel, den Sie noch extra bezahlen müssen. Und gerade die Vereinnahmen, wenn man gerade sich den Aktienmarkt anschaut, von Risikoprämien macht im derzeitigen Umfeld auf jeden Fall Sinn. Also wenn man sich anschaut, ich habe heute mal kurz durchgerechnet, Sie sparen über 30 Jahre lang 100 Euro und bei den derzeitigen Zinsen am Markt mit 15, 20 Basispunkten auf einem reinen Sparbuch sozusagen, kommt da nicht viel dabei rum. Da haben Sie nach 30 Jahren vielleicht 1.000 Euro verdient sozusagen. Also dementsprechend, gerade im derzeitigen Niedrigzinsumfeld, macht es Sinn, so über den Tellerrand rauszusehen und sich auch den Aktienmarkt anzuschauen, den Anleihenmarkt. Natürlich mit unter dem Gesichtspunkt der entsprechenden Risiken auch, aber gerade bei einem langen Zeithorizont sind diese Risiken natürlich etwas geringer und über Sparpläne, wo sie eben auf monatlicher oder auf jährlicher Basis ansparen, haben Sie natürlich auch noch so einen sogenannten Cost-Averaging-Effekt. Also dass Sie wirklich, wenn Sie kontinuierlich investieren, auch wenn der Markt mal runtergeht, können Sie natürlich mehr Anteile zu dem vorgegebenen Sparwert kaufen. Und wenn Sie sich da anschauen, der Markt mal, der über die letzten Jahre so die durchschnittlichen Aktienrenditen, wenn man wirklich jetzt ganz, ganz lange zurück geht von 5 bis 6%, ist natürlich jetzt keine Garantie für die Zukunft, aber da würde dann Ihre Endauszahlung natürlich ganz anders aussehen. Also da machen Sie bei, haben Sie, ist der Vergleich eben so, dass Sie sagen, dass Sie da deutlich mehr an Kapital hätten. Also wenn man bei einer Verzinsung von 20 Basispunkten im Jahr, da machen Sie aus diesen haben Sie mit den 100 Euro im Monat nach 30 Jahren vielleicht 37.000, bei 5%, 6% könnten Sie natürlich ungeachtet irgendwelcher Steuern, die haben wir jetzt hier nicht berücksichtigt, auf 100.000 kommen. Aber klar, Risiken sind dabei, also das müssen Sie natürlich immer beachten. Der Aktienmarkt hat natürlich auch entsprechende Risiken, also das sind keine Garantien. Aber ganz klar, wenn Sie an die Altersvorsorge denken, macht eine Diversifikation da über die verschiedensten Anlageformen sind. Was wir uns jetzt mal zusammen mit dem Institut für Vermögensaufbau angeschaut haben, ist die Möglichkeit, wie kann ich mit einem ETF-Portfolio als Alternative zu den klassischen Vorsorgeprodukten für meine Altersvorsorge ansparen. Der Vorteil der ETFs sind ganz klar die Flexibilität, Transparenz und eine sehr geringe Kostenbelastung. Und da ist eben ein wichtiger Schritt am Anfang, sich zu sagen, okay, was ist denn meine Risikoneigung? Bin ich jemand, der sagt, okay, ich bin eher sehr, sehr risikobewusst, ich will keine zusätzlichen Risiken eingehen, oder sage ich, naja, eigentlich für diesen langen Zeithorizont könnte ich mir auch etwas höhere Risiken vorstellen. Und diese Risikoneigung bestimmt dann den Anlagemix, weil natürlich mit mehr Risiko steigt auch die mögliche Rendite, aber das ist das, was sich jeder Investor selbst im Vorfeld vor der Anlage einfach für sich selbst klar werden muss, womit kann ich leben. Das Institut für Vermögensaufbau hat jetzt mal zwei Sparplanportfolios entwickelt. Die erste Annahme war die, dass einfach auf jährlicher Basis investiert wird. Und die zweite Annahme war eine langfristige Renditeerwartung von einem Anleihenportfolio von 1,25%, also eh schon angepasst sozusagen an die derzeitige Situation. Und dann haben wir zwei Portfolien entwickelt.
das ertragsorientierte Portfolio hat sozusagen gesagt, hat die Aktienquote maximiert bei einem Werterhalt von 50% über diesen Horizont von 30 Jahren. Also wie viel kann ich investieren in Aktien, wenn ich davon ausgehe, dass es auch mal zu 50% Kursverlust kommen kann? Und beim konservativen Portfolio ist man davon ausgegangen, okay, es kann auch mal zu einem Totalverlust der Aktienanlagen kommen. Wie viel kann ich dann maximal in die Aktie, in den Aktienanteil investieren? Und als Basis für dieses Portfolio, das sind wirklich sehr leicht umzusetzen, es sind einfach vier ETFs, mit denen Sie wirklich den kompletten Aktienmarkt und den europäischen Anleihenmarkt abbilden können. Also das ist einerseits der MSCI World, also alle Aktien der entwickelten Länder, und als zweiter Anteil, um eben auch von den Schwellenländern und den potenziellen Wachstumschancen dort zu profitieren, der MSCI Emerging Markets. Und auf der Anleihenseite, also und hinter diesem Namen, der vielleicht nicht bekannt ist, Euro MTS Global Investment Grade, was sich dahinter verbirgt, das sind Euro-Staatsanleihen mit einem Investment Grade Rating über die verschiedenen Laufzeiten. Deshalb im Global, also dass es nicht nur eine Laufzeitenspanne ist, sondern wirklich über die gesamten Laufzeitenbänder. Und als vierter ETF, also Euro Corporate Bonds, also Euro Unternehmensanleihen. Und mit diesen vier Produkten kann man eben sehr schön ein Portfolio darstellen. Wie würde das jetzt aussehen? Einmal dieses konservative Portfolio, wo man wirklich sagt, okay, es kann auch mal auf der Aktienseite zu einem Totalverlust kommen. Hier ist es ganz klar, dass der Aktienanteil deutlich niedriger ist, also knapp nicht ganz 20% und 80% Anleihenanteil. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, naja, also 100 Totalverlust auf der Aktienseite, daran glaube ich jetzt nicht wirklich, dann wäre das eben mit dem etwas ertragsorientierteren Portfolio, hier kommen wir auf knapp 38, nicht ganz 38% Aktienanteil und 62% Anleihenanteil. Aber natürlich können Sie mit diesen ETFs im Grunde genommen wirklich nach Ihrer eigenen Risikoneigung auch ein Portfolio aufsetzen. Also wenn Sie sagen, ich bin noch konservativer, dann kann man noch weniger Aktien, oder ich bin vielleicht noch ein bisschen risikobereiter, dann könnte man auch noch mehr Aktien hineinnehmen. Und damit haben Sie aber über vier Produkte wirklich den globalen Aktienmarkt und den europäischen Anleihenmarkt in Ihrem Portfolio enthalten. Ja, ich hatte vorher schon mal kurz erwähnt, die Lyxor ETF-Charta. Also das ist wirklich eine Selbstverpflichtung, der wir uns hier hinterlegt haben, für alle unsere Produkte, dass wir jederzeit versuchen, dass die Performance und die Tracking-Effizienz, die Performance so hoch wie möglich, die Tracking-Effizienz so gut wie möglich zu halten. Die Liquidität eben ist ein sehr großer Fokuspunkt von uns und eben gerade der disziplinierte Investmentprozess auf unserer Seite, dass wir wirklich uns jedes Underlying auch genau anschauen, was passt dazu von der Replikationsart und dem Gegenparteirisiko auch auf täglicher Basis eben auf null reduzieren. Und dann natürlich ein anderer großer Punkt ist der eben gerade bei den ETFs reinkommt, ist die Transparenz. Wir veröffentlichen auf täglicher Basis die Wertpapiere auch bei eben den synthetischen Produkten, die im Portfolio gehalten werden, Kontrahentenrisiken, alle Gebühren. Ich kann Ihnen das auch mal kurz zeigen auf der Webseite. Also Sie sehen hier, das ist unsere neue Lyxor ETF-Webseite. Wir haben, wenn Sie hier runtergehen auf den Aktienbereich zum Beispiel, dann kommen Sie in das Suchfeld mit Aktien. Dauert ein bisschen. So. Und dann können Sie sich aussuchen, eben welche Produkte Sie näher anschauen wollen. Also zum Beispiel hier ist jetzt alles, was Aktien ist. Hier können Sie nochmal klicken, Industrieländer und dann Europa. Und dann sehen Sie eben alle 78 ETFs, die in europäische Aktien aus den entwickelten Märkten investieren. Wenn wir jetzt auf ein mal als Beispiel auf einen
ETF geht, das ist der Euro Stoxx 50 ETF, der eben auch der größte Euro Stoxx 50 ETF in Europa ist, mit fast 7 Milliarden Assets under Management. Sehen Sie eben hier über die verschiedenen Reiter. Einerseits ist hier die Übersicht, also was macht der ETF, was ist die Währung, das verwaltete Vermögen, die Managementgebühr, Replikationsmethode, aber eben auch dann, was ist die Entwicklung im nächsten Reiter, wann waren die Ausschüttungen, wie hoch waren die Ausschüttungen, die Dividendengeschichte, die Indexinformationen, was ist im Index enthalten, aber eben auch, da es ein synthetisches Produkt ist, was ist in dem Fonds selbst enthalten und wie hoch ist das Gegenparteirisiko, wer ist die Gegenpartei. Und hier sieht man ganz schön, das Fondsvermögen ist nicht 100%, sondern 101. Also das Gegenparteirisiko ist negativ. Sie halten im ETF mehr Aktien, als der Nettoinventarwert darstellt. Also eine deutliche Übersicherung. Und man sieht auch hier in diesem langfristigen Vergleich, es ist kontinuierlich negativ. Also es war nie ein positiver Swap-Anteil. Dementsprechend, sie hatten immer ein höheres Fondsvermögen als der Nettoinventarwert. Und in dem letzten Reiter sehen Sie nochmal, okay, hier gibt es noch ein Factsheet dazu, natürlich Verkaufsprospekt, Kit, Jahresbericht, Halbjahresbericht. Also so, dass Sie wirklich die komplette Transparenz über alle unsere ETFs auf täglicher Basis sehen. Ja, und dann hatte ich Ihnen einfach noch so ein paar Listen angehängt, sozusagen, wie unterscheiden wir uns, weil das ist ein Punkt, der auch immer wieder von vielen gefragt wird. ETFs ist ja eigentlich alles das Gleiche, jeder bietet das Gleiche, aber wie unterscheiden sich die einzelnen Anbieter? Wie unterscheidet ihr euch als Lyxor von den anderen Anbietern im Markt? Und ich denke, das Bild zeigt das ganz klar. Rund die Hälfte unserer ETFs unterscheidet sich ganz signifikant von den Wettbewerbsprodukten. Einerseits, weil wir eben zum Beispiel Indizes nachvollziehen, die niemand anderer hat. Andererseits, weil wir eben zum Beispiel auch das größte Angebot an sogenannten Bulletproof, also wirklich komplett sicheren ETFs, die weder Wertpapierleihe noch Swap verwenden, aufweisen. Und dann haben wir auch noch einen gerade im derzeitigen extrem niedrigsten Zinsumfeld interessanten Aspekt, dass wir zum Beispiel bei sehr niedrig oder negativ rentierenden Geldmarkt- bzw. Anleihenprodukten die Managementgebühr auf null gesenkt haben. Also es ist so, bei unserem Geldmarktprodukt, der Ionia, ist negativ bei minus 0,14%. In so einem Fall ziehen wir natürlich keine zusätzliche Managementgebühr raus, weil das macht ja keinen Sinn. Geht ja nur aus der Substanz, aber selbst auch bei unseren bei den ein- bis dreijährigen deutschen Staatsanleihen ist auch dort ist die Managementgebühr auf null gesetzt. Und dann haben wir auch noch eine Vielzahl an ETFs, wo die Performance deutlich besser ist unserer Produkte als die der Wettbewerber. Also das sind so die Punkte, mit denen wir uns von den anderen Gegenparteien unterscheiden. Also wir haben hier zum Beispiel alle ETFs, die nur wir aufweisen, keine der anderen großen Mitbewerber, in dem gerade hier nochmal der Eurocash und der iBox Germany 1 bis 3, also die ein- bis dreijährigen deutschen Staatsanleihen, die beide keine Managementgebühr aufweisen. Nehmen hier alle ETFs, die ohne Wertpapierleihe oder Swap auskommen, also keine zusätzlichen Gegenparteirisiken aufweisen. Und eben nochmal eine Auswahl der Produkte, die gerade über die letzten 2 Jahre die beste Performance im Markt aufgewiesen haben. Aber natürlich, klar, es ist keine Garantie für die Zukunft, muss man immer dazu sagen, so der kleine Disclaimer, aber das ist eben, sind eben die Erfahrungswerte. Gerade für Investoren, die sich fragen, okay, ich finde das Altersvorsorge Portfolio sehr schön, aber das ist mir dann doch zu wenig. Ich will doch ein breiteres Portfolio an Produkten, aber die 1000 ETFs, die es im Markt gibt, sind mir zu viele. Wie wähle ich dann aus? Für die haben wir nochmal die sogenannte Lyxor Essentials Range. Also das sind alles bedeutende Indizes,
bei denen wir einen sehr effizienten Zugang bieten. Das sind alles Fonds mit einem langen Track Record, mit denen sie eben auch etwas diversifizierter ein breites ihr Portfolio aufbauen können. Also da sind zwei Anleihen-ETFs dabei, ein Rohstoff-ETF und 12 Aktien-ETFs, also MSCI World, MSCI Emerging Markets, aber dann eben auch rein in die Einzelländer, DAX, FTSE 100. Also wirklich so, dass Sie damit dann ein bisschen diversifizierteres Portfolio aufbauen können. Und das ist auch nochmal auf der Webseite näher beschrieben dann. Ja, ich habe hier auch nochmal kurz erwähnt, wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind. Also wir haben einerseits eine E-Mail-Infobox, das ist info@luxoretf.de. Aber Sie können uns auch Montag bis Freitag morgens bis abends telefonisch erreichen unter der 069 7174 und dann nochmal dreimal die 4, also 717 viermal die 4. Und auf quartalsweiser Basis bringen wir ein Kundenmagazin heraus. Also gerne können Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zukommen lassen oder Ihre Adresse. Also wir bieten es Print als auch online an. Und dann können wir Ihnen da diese Informationen regelmäßig zusenden. So, also ja, vielen Dank und jetzt stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Ich glaube, Herr Altvater, Sie haben so ein bisschen die Fragen gescreent. Es sind sehr viele Fragen gekommen. Zunächst mal vielen Dank für die interessanten Informationen zum Bereich ETF. Es sind wirklich viele Fragen gekommen und ich habe auch schon mal so ein bisschen vorsortiert. Moment, ich werde jetzt gerade mal wieder meinen Bildschirm hier anzeigen. So, jetzt müssten Sie eigentlich alle wieder meinen Bildschirm sehen. Ja, starten wir direkt mit der Frage von Gerhard Schneck und auch dem Carsten Horn. Ich werde sie gerade mal hier reinschreiben. Na, das funktioniert jetzt nicht. Moment. Und zwar geht es da um das Thema Insolvenzschutz. Und der Gerhard Schneck fragt, ah, da haben wir es ja. Was bedeutet Insolvenzschutz? Ist mein Kapital denn zu 100% abgesichert? In die ähnliche Richtung geht die Frage von dem Carsten Horn, der nochmal gerne erläutert hätte, was es denn mit dem Thema Sondervermögen und Insolvenzschutz auf sich hat. Ja, genau. Also hier ist es eben so, dass Sie nicht abhängig sind im Grunde genommen von der Bonität der Fondsgesellschaft, sondern dass Sie wirklich als Anleger, dass das Vermögen im Fonds komplett getrennt gehalten wird vom Vermögen der Fondsgesellschaft, also von Luxor. Und dementsprechend, selbst wenn es zu einer Insolvenz von Luxor käme, ist dieses Vermögen da ausgenommen und Sie haben das direkte Zugriffsrecht darauf. Also im Gegensatz zu eben einer Anleihe, wo Sie bei einer Insolvenz eben einfach einer der Gläubiger sind und sich hinten anstellen müssen, was bleibt übrig, ist es bei den Fonds, bei allen Fonds wirklich so, dass Sie das Zugriffsrecht auf die Titel haben, dass dieses Fondsvermögen komplett getrennt gehalten wird. Also letztendlich genauso wie bei klassischen Fonds. Genau, komplett genauso wie bei klassischen Fonds. Es ist Sondervermögen, es wird getrennt gehalten, es wird bei einer Depotbank komplett von dem Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt gehalten. Okay. Dann haben wir eine Frage von dem Herrn Pfitzenmeier, der eine Frage zu thesaurierenden ETFs hat. Bei einem thesaurierenden ETF erhalten die Verwalter des ETF die Dividende und diese reinvestieren diese dann wieder sofort. Genau, so ist es. Also bei einem thesaurierenden ETF ist es so, dass die von der Aktiengesellschaft ausgeschüttete Dividende, abzüglich natürlich der Quellensteuern, in den ETF reinvestiert wird. Dann eine Frage von dem Herrn Schwab. Nochmal, das hat jetzt nicht geklappt. Oh, Sekunde. Genau. Der hat eine Frage zum Thema Stimmrechten. Was passiert bei physischen ETFs mit den Stimmrechten der Aktionäre? Welchen Ansatz verfolgt Luxor hinsichtlich Stimmrechten aus physischen ETFs?
Also da ist es so, dass sich da die, also unsere Praxis ist, sich da eher rauszuhalten. Also wir sind kein aktiver Anteilseigner in dem Fall. Das ist dann doch wieder ein Unterschied zu vielen klassischen Fonds. Also wir sind passiver Investor. Okay. Dann haben wir hier noch eine Frage zum Thema Mischfonds. Was ist von ETF-Mischfonds zu halten? Habe ich hier die Frage von dem Raphael Kiesling. Er meint wahrscheinlich ETFs, die auf, also Portfolio-ETFs gehe ich jetzt davon aus, Genau, also die, Dachfonds denke dann. ich mal, ja, Dachfonds, also als ETF gibt es da ja nur eine Lösung von einem freundlichen Mitbewerber. Also was man halt da sehen muss, ist, dass man halt im Grunde genommen ja auch über eine Zwei-Schichten-Lösung, je nachdem investiert, wie das Produkt aufgebaut ist. Also man muss sich das natürlich von der Struktur her anschauen. Zahle ich auf zwei Ebenen Gebühren oder zahle ich nur auf einer Ebene Gebühren, wird das verrechnet. Aber insgesamt ist es halt sozusagen vielleicht eine Einstiegsmöglichkeit, wenn man sich nicht selber entscheiden will zwischen einer Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen. Aber was man sich halt noch auch da genauer anschauen muss, wie wird umgeschichtet, nach welchen Kriterien wird umgeschichtet, wann wird umgeschichtet, also dieses ganze Thema, da sollte man sich schon genauer informieren, bleibt die Allokation gleich und einfach nur rebalance oder wird die Allokation, die risikovolle Allokation immer wieder angepasst? Also das sind so die Fragen, die man da vielleicht näher dann anschauen muss. Okay. Dann haben wir noch eine Frage, die ich ganz interessant finde, und zwar nach einem Moment, nach einem ETF, der den gesamten Markt abdeckt. Die gibt es natürlich auch, ne? Den gesamten Markt auf der Aktienseite gibt es. Also das wäre zum Beispiel der MSCI ACWI, also All Countries World. Der bildet wirklich den weltweiten Aktienmarkt, sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenländer ab. Was es jetzt nicht gibt, ist ein ETF, der wirklich den gesamten Markt inklusive Anleihen abbildet. Aber auf der Aktienseite gibt es das und das ist halt eine Möglichkeit, wirklich komplett diversifiziert. Ein Produkt, keine weiteren Sponsoren, man hat mit einem Produkt den kompletten Markt. So, dann haben wir noch eine Frage von dem Markus Müller. Er fragt, wie viel Prozent seines Kapitals sollte ein ETF-Einsteiger investieren und in wie vielen ETFs gleichzeitig? Wie finde ich aus der unendlichen Auswahl den für mich passenden ETF? Gut, wir haben da ja schon mal Ja. auf die Website von Lyxor verwiesen. Sowas gibt es natürlich auch auf Finanznet. Wenn Sie ganz oben auf Finanznet auf den Punkt ETF klicken, dann haben Sie da auch nochmal die Möglichkeit nach ETFs zu suchen oder Sie suchen direkt bei Lyxor. Die Frage nach der Allokation können Sie beantworten, Frau Föbers. Also das ist natürlich, wie viel seines Kapitals der Investor da reinlegen soll, das ist sehr individuell. Also da kann ich jetzt keine Empfehlung in irgendeiner Art und Weise geben, weil das wirklich von dem einzelnen Investor abhängt, wie einerseits wie risikoavers oder wie risikobereit er ist, wie viel will man überhaupt längerfristig anlegen, wie viel Geld will man als eiserne Reserve sozusagen auf seinem Konto behalten. Also das ist wirklich eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Aber dann die Aufteilung, also ich denke, die einfachste Variante wie in dem Altersvorsorgeportfolio, das wäre jetzt mit vier ETFs. Theoretisch könnte man noch statt MSCI Emerging Markets und MSCI World einfach den MSCI ACWI nehmen, dann hätte man nur drei Produkte und mit dem hat man dann mal eine sehr schöne, eine sehr breite Diversifikation. Also das wäre eine Möglichkeit als Basisinvestment, so mal breit in den Markt hineinzugehen. Welchen Anteil das dann am Portfolio hat, am eigenen, am Gesamtvermögen haben sollte, das muss man individuell entscheiden. Das ist schwierig vorzugeben. Okay, dann habe ich noch eine Frage von dem Herrn Letzmann ausgewählt, der eine Frage zum Thema Steuern hat, insbesondere
Bei französischen ETFs gibt es da einen Unterschied zu deutschen und was muss man da in Bezug auf Quellensteuer etc. beachten? Also ich vorweggenommen ganz klar, ich bin kein Steuerberater Natürlich und nicht, darf Nicola. dementsprechend keinerlei Steuerberatung in irgendeiner Art und Weise machen. Was man sagen kann, also was wir immer wieder gefragt werden, ist, gilt die Finanztransaktionssteuer auch für französische ETFs? Und das ist ganz klar, die gilt nur für französische Aktien, für eine Auswahl an französischen Blue-Chip-Titel, also dementsprechend ein französischer ETF auf den DAX ist nicht mit der französischen Finanztransaktionssteuer belastet. Was man vielleicht noch sagen kann, ist das, was man halt was Investoren beachten sollten, ist, dass generell bei ausländischen thesaurierenden ETFs, wenn die wirklich ordentliche Erträge thesaurieren und wenn es eben zu einer Thesaurierung kommt, was eben teilweise bei Swap-basierten ETFs ist so, dass die Thesaurierung im Index stattfindet und dann nicht mehr auf Fondslevel. Also das ist einfach, da haben Sie keine ordentlichen Erträge, die Sie angeben müssen. Aber doch sobald Sie ordentliche Erträge thesauriert haben, müssen die natürlich in der Steuererklärung angegeben werden. Und das wird eben bei einem deutschen Fonds automatisch gemacht teilweise. Also das wäre so eine Sache, die einfach zu beachten ist, wenn es zu ordentlichen Erträgen kommt. Bei Ausschüttungen ist es ganz klar. Vielleicht auch eine Frage, die man direkt mit dem Steuerberater dann klären sollte. Ja, ganz klar. Okay, dann noch drei Fragen vielleicht, weil wir sind schon etwas über der Zeit. Eine Frage von dem Fabian, der sich wohl bezieht auf die Musterallokation, die Sie vorhin auch gezeigt haben. Soll der Aktienanteil abgesenkt werden, je näher man dem Ende des Anlagehorizonts kommt? Ich denke, da geht es dann eher um das Erreichen der Rente, ob man da eben dann Ja, gegebenenfalls die Allokation ändern sollte. das ist sicherlich eine Möglichkeit, die man machen kann. Also das ist so ein im Grunde genommen ein Averaging Out, was eben teilweise auch in einzelnen Produkten gemacht wird. Das ist sicherlich ein Punkt, der ganz interessant sein kann. Also wenn man sich angeschaut hat, die Märkte gerade 2003, wenn man dann kurz da vor der Rente stand und nochmal die Aktienmärkte extrem gecrashed haben, so ganz kurz vor der Rente ohne einen längerfristigen Anlagehorizont da, dann ist man da sicherlich, indem man die Jahre davor da schon mal so leicht Risiko rausnimmt, ist das eine gute Möglichkeit, ja. So, vorletzte Frage von dem Jens Pöpken, der fragt, ich habe festgestellt, dass ETFs mit einem Tag Verzögerung den zugrunde liegenden Indexkurs widerspiegeln. Beispiel, der DAX steigt um 2%, dann steigt der dazugehörige ETF erst einen Tag später um 2%. Wie ist dies zu erklären? Es ist nicht so, dass der ETF einen Tag später erst um 2% steigt. Was aber teilweise der Fall ist, ist, dass der Nettoinventarwert wird ja berechnet auf Basis des Schlusskurses des DAXes. Ja. Also wenn man jetzt den DAX als Beispiel nimmt und der ist um 17:30 Uhr und publiziert, wird er erst am nächsten Tag. Es ist dann der Nettoinventarwert vom Tag davor. Aber er wird erst veröffentlicht an dem Tag. Aber das ist eben nur der Nettoinventarwert in den Börsenkursen und auch in diesem sogenannten indikativen Nettoinventarwert, der kontinuierlich mitgerechnet wird, sehen Sie das sofort. Okay. Also es ist nur, weil Nettoinventarwert wird ja immer berechnet, dann muss es nochmal eben geprüft werden und dann darf es erst veröffentlicht werden. Und dementsprechend dauert das immer ein bisschen. Also das ist wie auch das, ähnlich wie bei aktiven Fonds, dass das einfach ein bisschen dauert. Nur teilweise ist es eben so, dass bei aktiven Fonds nicht als Basis für den Nettoinventarwert eben nicht der Schlusskurs genommen wird, sondern irgendein Kurs um 11 oder 12. Und dann kann man halt um 5 den schon publizieren. Aber wenn Sie erst um 17:30 Uhr den Schlusskurs nehmen oder bei einem US-amerikanischen Titel, ist es dann halt, wenn die US-Märkte schließen, um halb neun, um 9:30 Uhr, dann sehen Sie diesen Nettoinventarwert erst am nächsten Tag, aber es ist der vom Vortag. Okay, hätten wir das auch geklärt. Dann kommen wir zur letzten Frage.
die relativ speziell ist. Der Christian Dietenberger fragt, ob es auch ETFs auf Gold und den Ölpreis gibt. Da gibt es keine ETFs in dem Sinn, also keine Funds, sondern da gibt es nur ETCs, also Exchange Traded Commodities. Da ist der Hintergrund, weil sie bei einem Fonds nach den sogenannten UCITS-Regularien, den EU-Regularien, müssen sie ein diversifiziertes, underlying diversifizierten Basiswert aufweisen und das ist weder Gold noch Öl. Okay, jetzt möchte ich doch noch eine Frage nachschießen, zwar die Millionenfrage, die ist nämlich gerade eben noch reingekommen. Und zwar wird hier die Frage gestellt, ich schreibe den Namen jetzt mal nicht dazu, würden Sie auch ein größeres Anlagevolumen von 1 Million Euro ausschließlich in ETFs investieren? Auch das ist sehr, sehr individuell. Aber was wir sehen, also zum Beispiel ist das, dass gerade im Private Wealth Bereich, im Family Office Bereich immer mehr ETFs verwendet werden. Also dass wir sehen, dass viele Privatbanken die in der Vermögensverwaltung, in der Betreuung ihrer Kunden auch viele ETFs verwenden. Also, aber, also dementsprechend, Sie haben mit einem ETF, das ist ein Investment, Sie haben einen Fonds, Sie haben das Sondervermögen, also es eignet sich auch für größere Vermögen. Wie viel Ihres Vermögens Sie dann da reinstecken oder wie viel Sie in Immobilien oder in andere Mittel reinstecken, das ist sehr individuell. Also da würde ich Sie dann eher an den Berater, Steuerberater oder wie auch immer wenden, aber klar, das wird geeignet. Gut, dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen, Frau Fürpass-Peter, für Vielen die Dank, Herr Alexander. Information. Ja, Gerne gerne. und vielen Dank an alle für die rege Beteiligung und die Genau. vielen Fragen. Danke Und wie nochmal gesagt, an alle. wenn im Nachhinein noch Fragen auftauchen, also gerne unter unserer E-Mail-Adresse oder Hotline-Nummer. Genau. Und die Präsentation, sollen wir die morgen nochmal rumschicken an die Teilnehmer des Webinars? Können Sie gerne machen, ja. Okay, dann würde ich die morgen einfach nochmal an alle Teilnehmer rausschicken. Die E-Mail-Adressen haben wir ja vorliegen. Dann können Sie das auch nochmal in Ruhe nachlesen. Bleibt von unserer Seite uns zu bedanken für die Teilnahme und Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Bis dann. Vielen Dank. Auch von mir schönen Abend. Danke.